komplett OP, sehr gut, mittel, schlecht, nicht spielbar. Ich habe Ultim Valby und Luna noch mit reingepackt. Die haben ja hier gefehlt. Für all die das auf YouTube sehen, hallo YouTube. Ich werde euch den Link zum Tiermaker selber reinpacken, falls ihr es selber mal machen wollt. Dann könnt ihr selber reinschauen. Ich will direkt vorab sagen, das ist hier komplett, Luna, das ist hier komplett meine Meinung. Das heißt, ihr werdet richtig sauer sein über einige Entscheidungen von mir. Das ist hier komplett subjektiv. Das kann für euch komplett anders sein. Für mich, ja, ist es so, wie es ist. Und ich würde sagen, wir fangen erst die Ultimate Character, die lasse ich zum Schluss, weil da, ja, es wird auf jeden Fall spannend. Ajax, bin ich ganz ehrlich, Ajax ist schlecht. Ajax fuckt mich übel ab. Er kann nur deffen. Er hat seinen einen Sprung, der irgendwie nicht so ganz stark ist. Und ansonsten benutzt er normale Schusswaffen. Nach was sortierst du, ist die Frage. Ich sortiere nach meinem eigenen Ermessen. Jetzt wird böse. Also ich bin ehrlich, Ajax finde ich schlecht. Den normalen Ajax, alleine auch, weil das schon nicht die Ultimate-Version ist, finde ich schlecht. Nervt mich. Nicht spielbar finde ich zu krass, aber den finde ich auf jeden Fall schlecht. Wer einen normalen Ajax spielt, Leute, spielt was anderes. Finde ich gar nicht gut. Blair, bin ich ehrlich, nicht spielbar. Ich habe noch nie irgendwie spielbaren Blair gesehen, der mich irgendwie vom Hocker gehauen hat. Ich bin ehrlich, Blair. Erstmal noch Optik sortieren. Oh, Optik. Optik wäre eigentlich auch eine coole, wäre auch noch cool. Wenn wir später noch Zeit haben, vielleicht noch Optik. Ich sag dir ehrlich, Blair nicht spielbar. Ich glaube, da gehen sogar richtig viele d'accord. Bunny, schlecht. Aus mehreren Gründen, da werden auch viele sauer sein. Hochspannung nicht spielbar auf Bunny. Das heißt, die kann nur mit ihrem AOE damit für diesen doofen Kreis. Und die sind immer down. Ich weiß nicht, der eine oder andere wird es fühlen, aber Bunny ist irgendwie gefühlt immer tot auf dem Boden. Die normale Bunny finde ich schlecht. Gefällt mir gar nicht. Enzo würde ich sogar fast auf nicht spielbar machen. Bis auf den Crit-Support nicht spielbar. Esimo nicht spielbar. Kann man, also es gibt einen einzigen Bild, den ich gesehen habe, den man spielen kann eventuell, aber niemand spielt Esimo. Enzo ist sehr gut. Na, ich finde, der ist, bei mir ist er nicht spielbar. Ich finde den nicht spielbar. Ihr werdet so sauer sein, ist so geil. Frainer, Mittel. Ich finde das Gift ganz cool und auch die Ult kannst du, glaube ich, ganz gut spielen, aber auch eher so Mittel. Alles, was ich bisher von ihr so gespielt habe, eher so Mittel. Naja, aber man braucht den für die Vaults, für die Tresore. Ja, aber es geht ja hier nur um, es geht ja hier nicht um, wofür man den braucht oder so in der Liste, sondern wie gut die spielbar sind und nicht wie nützlich die sind. Deswegen, hier geht es eher so, ey, wie kann ich Content damit bespielen, wie kann ich Bosse damit killen, wie finde ich den persönlich. Bin richtig wütend jetzt, so soll das sein. Ich will, dass ihr gleich alle wütend seid. Glay, sehr gut. Einfach, weil ich mit Glay komplett das Spiel durchgespielt habe. Glay, bin ich ehrlich, Glay fand ich gut. Glay bin ich ein Fan von. Ich finde Glay immer noch, auch die normale Version, wirklich sehr gut. Ist ja zum Glück subjektiv und nur deine Meinung. Ja. Jaber, Müll. Absoluter Doppelmüll. Jaber, kacke mit den Türmen. Ich habe den aber auch nur von 1 bis 36 gespielt, in 2 Stunden oder so. Kann sein, dass ihr den ganz cool findet. Ich finde den scheiße. Jaber, Esimo und Blair hätte ich auch schlecht gepackt. Ja, aber ja, bisher auf jeden Fall nicht gut. Kyle, sei ich ganz ehrlich. One-Shot-Kyle, OP des Grauens, hat übel Spaß gemacht. Ohne die One-Shot-Mechanik ist es leider eher so mittel. Ich wünschte, die One-Shot-Mechanik wäre noch drin, dann wäre der hier, aber dann wäre der hier ganz oben. Aber leider nicht drin, deswegen eher so mittel. Ich glaube, da gehen viele auch mit, eher so mittel. Viel Schild, kann gut viel einstecken, ist, glaube ich, ganz cool. Der normale Lepic ohne die rote Mod, schlecht. Schlecht, nicht gut. Normaler Lepic, Müll, weg mit dem. Esimo hat sich besser spielen lassen als Jaber, oder? Stimmt, da tue ich Esimo vielleicht ein bisschen unrecht. Vielleicht würde ich Esimo doch eher hier hinpacken. In schlecht, da hast du recht. Esimo ist schon besser als Jaber. Ja, doch, gebe ich dir. Der One-Shot-Tag war funny. Ja, vielleicht kann ich hier nochmal einen Clip einführen, fügen für den One-Shot-Kyle. Sharon. Sharon sage ich sehr gut. Nicht Allrounder-mäßig, aber die One-Shot-Mechanik von ihr ist schon sehr cool. Wenn du sie so hoch machst, dass du aus der Unsichtbarkeit rauskommst und
mit einer Sniper auf einen Schwachpunkt schießt und ein paar Millionen Schaden macht, sage ich ganz ehrlich, Sharon cool. Ich habe da ein paar Twitter-Clips gesehen, die waren schon sehr, sehr witzig. Valby, auch sehr gut. Valby, bevor Ultimate Valby da war, war Valby zum Farm echt gut. Der Valby-Run war super. Valby, ein ganz solider Charakter. Viessa, eher so mittel. Viessa normal mag ich ehrlich gesagt nicht so. Ich habe Viessa ja auch ganz am Anfang ausgewählt. Einfach wegen Sex Cells, aber dann auch nicht weitergespielt. Weiß ich nicht, Viessa ist so. Viessa kann ganz geil sein, kann aber auch richtig scheiße sein, wenn du der nicht richtig Liebe gibst. Yujin, schlecht. Ich muss sagen, die Ult von Yujin, wo du alle heilen kannst, ist geil. Alles andere von dem ist scheiße. Yujin, absoluter Nischencharakter, finde ich gar nicht gut. Luna. Luna, bin ich ehrlich. Luna ist scheiße. Luna krieg ich einen Knoten in den Fingern. Luna ist nicht spielbar, Luna. Und jetzt könnt ihr euch schon mal vorstellen, wenn keiner von denen OP ist, ne? Welcher von den Ultimate Charakteren ist OP? Luna kriegt eine eigene Kategorie unter nicht spielbar. Ja, nicht spielbar reicht schon. Viessa ist OP. Viessa ist OP. Ich habe den Viessa-Bild, kann ich auch mal hier reinpacken. Ich habe den Viessa-Bild gemacht, damit kannst du Pyroman killen. Viessa-Bild für Farming super. Viessa-Bild zum Leveln super. Viessa ein super solider Charakter, wo du dauerhaft die Ult haben kannst mit Kaltblütigkeit. Viessa, babamäßig. Ultimate Lepic muss in OP. Der One-Shotted Bosse. Ultimate Lepic OP. Auch den Bild habe ich auch letztens hochgeladen. Mit der Ult auf den Boss ballern und Millionen an Schaden machen. Der gehört aber sowas von in den OP-Tier mit rein. Ja, Glay. Machen wir uns nichts vor. Glay, Boss-Killer des Grauens, auch OP. Valby, sage ich ganz ehrlich, ist auch OP. Bunny ist auch OP. Es sind alles die Charakter, die ich auch gespielt habe. Ne? Viessa-Bild gemacht, Lepic-Bild gemacht, Glay-Bild gemacht, Valby-Bild gemacht, Bunny-Bild gemacht. Die sind alle komplett OP. Und Ajax, ja, weiß ich nicht, auf der gleichen Stufe mit normaler Ajax wäre falsch. Ich würde so sagen, irgendwas zwischen Mittel und Gut. Vielleicht eher so Mittel. Da wir 5 Ultimate Charakter, die höhere A-Fixer haben, geiler aussehen und rote Mods auswählen können. Und den ganzen anderen Schund darunter. Ich sage ganz ehrlich, von den anderen darunter brauchst du eigentlich nur Sharon und Enzo für Infiltration und Tresore. Den ganzen anderen Mist könnt ihr auch wieder löschen. Kann natürlich sein, dass das für jeden unterschiedlich ist. Sage nochmal, auch wenn ihr übel sauer seid, das ist meine Liste. Und so wird sie sein.